Willkommen zurück, meine lieben Freunde, diesmal mit einer etwas spezielleren Ausgabe. Und zwar, wie wird man unbesiegbar? Erstmal eine Definition von dem Unbesiegbar, was ich sagen will. Und zwar, in einem Spiel geht es ja eigentlich darum, dass man die Waffen aufwählen will. Zum Beispiel jetzt diese Waffe, hat man hier verschiedene Slots, wo man dann Edelsteine farmen kann. Und das Prinzip der Unbesiegbarkeit ist halt, eine OP-Waffe zu erstellen. Dafür sind halt solche Juwelen ziemlich geil. Und in diesem Part werde ich euch zeigen, wie man diese Juwelen ab einem bestimmten Zeitpunkt en masse droppen kann. Das ist jetzt sozusagen der erste Part von zwei. Der zweite Part wird halt natürlich dann kommen, wenn ich im letzten Dungeon ankommen bin. Das heißt, es wird noch dementsprechend ein bisschen dauern. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie man hier Juwelen fangen. Als allererstes, wo sind wir, was machen wir? Für die Leute, die jetzt nur diesen Part zum Beispiel angeschaut haben. Wir sind in Queens, das ist sozusagen das dritte. Es hat ja alles mit Dorf Nolun angefangen, dann waren wir im Dorf Potcher. Und sobald wir in Queens ungefähr bei der Hälfte sind, also so 8 Ebenen gemeistert haben, das gibt es sicherlich auch früher, wir müssen zu dieser Lady, oder zu diesem Boy, ich habe keine Ahnung, was du bist, zu Ruthie auf jeden Fall. Und die verkauft Fische. Das werden wir jetzt machen. Wir werden jetzt 3 Fische kaufen und einmal Eis. Das ist ganz wichtig, weil dieses Eis hält diese Fische frisch. So, soweit haben wir es jetzt. Können wir noch ein wenig rumswitchen. Es ist halt wichtig, dass die beiden zusammen sind, aber wenn man es switcht, dann sind sie eh immer miteinander. Und falls man kein Geld dafür hat, weil die kosten ja 180, im Laufe der Zeit, da droppt man so viel, dann kann man die ganzen Steine verkaufen. Brauchen wir jetzt sowieso nicht. Kann man alles, soweit alles verkaufen, dass wir nur die Edelsteine haben. Das haben wir jetzt soweit gekauft, dann können wir auch gleich in den Dungeon reingehen. Und zwar müssen wir in das Wreck rein. Und jetzt müssen wir eine Ebene finden, die einem zusagt. Ich würde halt eine vorschlagen, eine Ebene zu nehmen, wo keine Mimics drin sind, also Gegner in Kisten. Gehen wir nämlich jetzt mal hier rein. Wie gesagt, wir versuchen jetzt einfach mal Shift Deck 1, das sind ja normalerweise keine Kistengegner, was halt Mimics sind, drin. Und, hier suchen wir jetzt einfach nach einem Fragezeichen. Hier könnten wir auch theoretisch noch ein paar Schatzkisten öffnen. Gegner und so weiter brauchen wir jetzt nicht zu killen. Hier ist wahrscheinlich jetzt der Ausgang, genau. Da brauchen wir jetzt auch nicht. Wir suchen jetzt einfach bis zum Fragezeichen, den wir jetzt zum Beispiel hier haben. Und eventuell kriegen wir jetzt hier auch einen Zauberkristall oder eine Karte, was uns für unsere Reise. Wunderbar, Zauberkristall ist natürlich ein bisschen besser, weil hier sehen wir jetzt die ganzen Gegner und auch die ganzen Kisten, die wir bekommen werden. So, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, den einen Fisch zu opfern. Moment, jetzt muss ich mal hier umswitchen. Den ersten Fisch, bam, dann kommt der kleine Admiral und der bringt uns in die Parallelwelt oder wie man es auch immer nennen möchte, in die dunkle Welt. Und hier können wir jetzt nach Edelsteinen farmen. Schöne Animation. Man hört zwar immer noch wegen die Kampfanimation, aber es passt schon so. So. Auch wenn ich immer noch nicht verstehen kann, wie ich Luft bekomme, weil das der Maul eigentlich die ganze Zeit aufgemacht hat. Aber es passt schon. Solange ich das überlebe, was das denn jetzt? Durch den Zauberkristall können wir jetzt auch ganz genau schauen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kisten. Das erkennt man an den gelben Punkten. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die erste Ebene keine Mimics beinhaltet. Aber wie gesagt, ich war mir eigentlich ziemlich sicher. Wenn, wäre es ziemlich geil. Und dann wissen wir auch ganz genau, wo wir hin müssen. So, das ist schon mal pochende Hose, ist jetzt nicht unbedingt so der Wahnsinn. Hier ist natürlich die Gefahr, die Gegner sind aufgepumpt, die machen doppelten Damage. Da sollte man vielleicht nicht reinrennen unbedingt. Aber hier hat man halt die größte Wahrscheinlichkeit, dass man dann so legendäre Juwelen bekommen kann. Momentan mehr oder weniger nur Bullshit. Aber das kann man alles wieder verkaufen und dann können wir wieder Fisch kaufen. Also, aber so ähnlich funktioniert das Prinzip. Damals zum Beispiel Türkis, einer der legendären Edelsteine. Eventuell sollte man auch Fluchtpulver noch kaufen. Weil wir müssen ja immer wieder rein und raus können. Das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Weil sonst müssten wir ja alle Gegner und so weiter machen. Und der nächste legendäre Kristall, ein Saphir, immer ja damit. Und das ist jetzt so die letzte Kiste, dafür ist jetzt der Zauberkristall halt richtig geil. Wir wissen, okay, hier gibt es nichts mehr zu holen. Alle anderen Wege sind nur noch Gegner. Das heißt, wir brauchen hier unsere Zeit gar nicht zu verbrauchen. So. Und jetzt verbrauche ich einen Fluchtpulver und gehe halt wieder raus. Und jetzt würde ich normalerweise wieder reingehen. Ich habe es aber jetzt nicht bedacht, dass ich jetzt Fluchtpulver brauche. Ups. Aber die kann man ja immer zu kaufen. Also es soll da jetzt auch keine Probleme darstellen.
Kostet zwar auch ein bisschen Geld, aber das investiert man mal alles. So. Kostet 20, hey Gott, ne? Das beimal mal ein bisschen. Dann können wir auch gleich wieder raus und können es halt noch einmal. Man muss halt immer darauf achten, dass das Eis, dass das halt noch da ist. Ansonsten verwandelt sich dieser Fisch in einen vertrockneten Fisch und damit sagt der Admiral, nö, will ich nicht. Und darum ist, sage ich immer so, 3 Fische kaufen, ein Eis und auch 3 Fluchtpulver und dann kannst du einen Dreier ran machen. Vielleicht funktioniert es ja auch mit 4 Stück. Das muss man halt immer austesten, wie schnell man in der jeweiligen Ebene vorankommt. Aber ich war der Meinung, dass 3 schon ziemlich, ist schon ziemlich in Ordnung. Man kann ja immer wieder was kaufen. Und jetzt dasselbe Prozedere. Wir rennen halt rum. Schauen, dass hier das Feuerzeug ist, was wir jetzt schon wieder glücklicherweise ziemlich schnell gefunden haben. Hoffen, dass hier vielleicht ein Zauberkristall ist. Dass wir nicht unnötig rumrennen müssen. Diesmal haben wir leider nur ein bestes Wasser bekommen, aber es macht nichts. Zack. Der zweite Fischmann sieht schon. Er hat ein bisschen schon abgenommen. Aber reicht auf jeden Fall noch. Ziemlich dicke. Dann gehen wir wieder zum kleinen Admiral. Hier haben wir ein letztes Problem, dass wir die Karte und die Gegner nicht sehen. Und wir wissen auch nicht, wie viele Kisten verdreht sind. Das heißt, wir müssen halt wirklich in jede Ecke, wenn wir jede Kiste haben möchten. Aber die Zeit investieren wir natürlich auch immer Transfeder ausgerüstet, dass wir doppelten Speed haben. Das ist ja oben, wenn wir jetzt gleich sehen in dem Menü, ist ja die Feder da. Wenn ich auf Quadrat drücke, dass ich halt schneller laufe, weil sonst wird man 10.000 Jahre. Und das Schöne ist, wenn man einen Raum betretet, dann werden sofort alle Kisten angezeigt. Die Gegner jetzt nicht unbedingt wieder, aber die Kisten. Und von da weiß ich, in der Nähe vom Frachtzeichen, hier ist jetzt auch keine Kiste. Die Gegner werden halt wirklich nur angezeigt, wenn du ein bisschen in der Nähe bist. Wenn du jetzt ein wenig hinläufst, dann erscheint da ein Gegner. Wenn du wieder weggehst, dann verschleicht er. Aber die Schatzkisten werden sofort angezeigt. Bis jetzt haben. Wieso sind hier keine Schatzkisten, wollen wir darüber mal reden? Ich bin jetzt bei 3 großen Räumen schon gewesen und noch keine einzige Schatzkiste. Und jetzt wäre der Zauberkristall halt richtig geil gewesen, weil diesen Weg hätte ich jetzt überhaupt nicht machen müssen, weil ich dann gewusst hätte, dass hier keine Kisten wären, aber ohne den Kristall. Aber wie gesagt, wir haben jetzt nicht unbedingt viel Zeit verloren. Da haben wir jetzt die erste Kiste. Hallo Julia! So, da haben wir Thunders. Jetzt ein ganz normaler Kristall, was ich jetzt eigentlich verkaufen werde. Aber wie gesagt, ich bin ja eher mehr auf der Jagd nach den Kristallen. Da hätten wir schon wieder einen der legendären. Ich kann ja auch zeigen, warum ich den Dynamit! Yes! Also für mich sieht es halt irgendwie aus wie Dynamit. Period ist es ein richtig geiles Ding, das erhöht nämlich den Damage. Kann ich euch auch mal zeigen, ich nehme jetzt mal einfach mal die Waffe. Und wenn ich das einbaue, macht es plus 5 Damage. Macht nochmal 10 Heiligschaden. Und hier macht es auch noch einmal, ich glaube, Dämonen oder was das ist. Was haben wir hier? Tierangriff erhöht und den Pflanzenangriff erhöht. Und so hat jede legendäre Kristall halt so seine besonderen Fähigkeiten. Hier macht zum Beispiel die Zauberkraft erhöht. Hier macht es nichts. Und hier macht es halt zum Beispiel Dino-Angriff und so weiter, einen Pflanzenangriff. Das nächste macht halt zum Beispiel Kälte. Und darum denke ich mir halt so, sagen wir mal, ich nehme den. Macht Feuerangriff plus 10. Und so, wenn ich jetzt ein normales Feuerelement rein tue, nur plus 3. Und ansonsten macht es ja hier überhaupt nichts. Macht halt wirklich nur Feuer plus 3. Und da die verkaufe ich einfach. Da kriege ich ja dann über 100 Geld. Und diese Juwelen, die behalte ich alle. Jetzt habe ich schon einige. Und so funktioniert das Prinzip halt. Man kriegt halt auch wieder das Geld ziemlich gut rein. Später im Verlauf gibt es dann, wie ich ja meinem Titel entnehme, unbesiegbar werden. Eigentlich ist die richtige Bezeichnung, würde ich jetzt mal sagen, okay. Und halt aufpassen, dass man nicht von Gegnern getroffen wird, weil die machen ja doppelten Schaden. Eigentlich ja, wie gesagt, der Titel sollte ja mehr oder weniger OP sein. Weil sterben kann man ja immer noch, aber mit Waffen-Damage und wieder ein legendärer Kristall, richtig geil. Die Feder ist leider kaputt gegangen, aber das macht nichts. Ich habe immer... Und das Eis wird immer kleiner. Und aufpassen, dass das Eis auch beim Fisch bleibt. Was jetzt die ganze Zeit nicht der Fall ist, aber jetzt wird es eigentlich wieder aufgeladen. Die Feder wollten wir. Wunderbar. Jetzt ist hier noch die letzte Kiste und dann können wir hier auch wieder raus. Und hier haben wir jetzt noch Geschwindigkeit, bis halt, was wir dann alles dann verkaufen können. So, dann verlassen wir wieder das Verlies. Fluchtpulver haben wir ja 11 Stücke gekauft. Das heißt, wir können einige Male jetzt noch machen.
Und sofern wir wieder heraußen sind, können wir auch wieder rein. Was ich noch sagen wollte, weil man hat später die Möglichkeit, diese legendären Juwelen auch zu kaufen. Die kosten halt ziemlich viel. Und dann werde ich euch zeigen, wie man sich auch ein bisschen Geld erfarmen kann. Aber im Prinzip ist das, wo wir hier jetzt sind, eigentlich schon das Allerbeste. Im späteren Verlauf ist es halt so, dass du genauso wie jetzt hier einfach rumgehst und zum Fragezeichen gehst. Aber diesmal, dass du noch die Siegel mitnimmst. Das Problem ist, diese Siegel, die können ziemlich böse ausgehen. Und da muss man dann halt immer abspeichern, weil die können die Waffenpunkte auch zerstören. Von daher auch immer eine alternative Waffe aufgerüstet haben. Weil es gibt nämlich die Möglichkeit, dass diese Siegel dein Geld duplizieren können. Natürlich auch senken können, um die Hälfte. Da muss man halt auch immer aufpassen. Man kann auch eine maximale Geldmenge von 56.000 ungefähr haben. Dann ist es halt immer schön, wenn man 26 Geld hat. 26.000. Das dann soweit nimmt. Und dann versucht, dieses Siegel zu bekommen. Wenn man da reinnimmt und die Meldung bekommt, hey, du hast ein bisschen Geld bekommen. Dann hast du plötzlich die Maximalmenge an Geld, die du tragen kannst. Und dann kannst du mit diesen 56.000... Das ist ein bisschen mehr, 56.600 oder irgendwie sowas. Dann kannst du dir so viel kaufen, bis du wieder 26.000 hast. Das sind halt sehr viele Juwelen, die du dir dann kaufen kannst. Und dann speicherst du wieder ab. Und mit diesen aktuellen wieder 26.000, die du dann hast, kannst du dann noch einmal das machen. Und so geht das Prinzip. Und du rennst halt hier rum und nebenbei kriegst du halt auch wieder noch ein paar Juwelen mehr. Hier habe ich jetzt leider auch keine Schatzkarte wieder bekommen. Beziehungsweise keine Zauberkristall. Und seht, das Eis wird halt immer kleiner. Eventuell hätte es tatsächlich noch einmal für einmal gereicht, aber es muss jeder für sich selbst herausfinden, wie gut man halt in diesen Dungeon zurechtkommt. Und wie viel Zeit man halt investiert. Lieber ein wenig zu wenig. 3 Stück passt eigentlich optimal. Aber wir müssen jetzt noch die Ebene wegen erkunden. Und dann ist das Eis auch schon fast weg, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wie das mit dem Geldtrick funktioniert, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Wenn wir dann auch die Möglichkeit überhaupt haben, dass wir das Geld dann auch so richtig benötigen, weil momentan brauchen wir es jetzt eigentlich nur für Fischkauf und so weiter, dass wir halt diese Ebenen da machen können. Und dafür geben wir halt die ganzen Steine oder so pochende Kirsche, den ganzen Bullshit, den braucht man mehr oder weniger halt überhaupt nicht. So, hier haben wir leider nichts. Und so funktioniert halt das Prinzip, dass halt diese ganzen Edelsteine farmen kann. Guck, hier hätten wir jetzt zum Beispiel ein Siegel. Ich mach's jetzt mal spaßeshalber, aber ich tue mal die Waffe weg, weil die kann auch die Waffenpunkte zerstören, also niedriger machen, was ich jetzt nicht machen will. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Lapal-Dings, was ich eh nicht benutze. Momentan habe ich Geld von 4.000. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Etwas Geld gewonnen. Genau das Prinzip habe ich gemeint. Jetzt würde ich abspeichern. Jetzt würde ich rausgehen, abspeichern. Weil wenn ich jetzt 26.000 Geld hätte und ich würde es jetzt in dem Fall, wie ich es jetzt gemacht habe, verdoppeln, habe ich 26.000 plus gemacht. So, jetzt kann ich wieder die aufrüsten. Und jetzt müsste ich 8.000 haben. 9.000 sogar. Es geht sogar über das 50% hinaus. Und so funktioniert es. Jetzt habe ich zum Beispiel ziemlich viel Geld gemacht. Und jetzt könnte ich mir, wenn dann irgendwann soweit wäre, könnte ich mir dann das Zeug kaufen. Die Edelsteine. Aber wie gesagt, das ist dann ziemlich am Ende. Wenn wir dann schon bei der, ich sag's jetzt einfach mal, bei der Finsterburg angekommen sind. Das ist dann so, wenn du dann schon jeden Charakter hast und so weiter, jeden Mitstreiter. Dann kann man dann hier noch einmal Juwelen kaufen, bei der Burg an sich. Und so funktioniert dann halt auch dieses Geld duplizieren. Hier haben wir jetzt noch ein Siegel, aber wie gesagt, ich will es jetzt nicht nochmal probieren. Weil es kann jetzt natürlich auch sein, dass das wieder halbiert wird. Noch ein legendärer Edelstein. Von daher, es passt schon soweit. Und hier haben wir jetzt leider nichts mehr, da gehen wir auch hier gleich wieder raus. So, und das war jetzt sozusagen ein Run, wenn man das so nennen möchte. Wie viel Edelstein habe ich jetzt bekommen? Keine Ahnung. 6 Stück? Auf jeden Fall, oder? Es sind auf jeden Fall einige. So, switchen wir mal. Also, wir haben hier einiges bekommen. Es sind jetzt sehr viele Edelsteine. Ich glaube, 2 von denen. Einmal das, einmal das, einmal das,
das vielleicht, also wir haben schon einiges bekommen. Und halt den Bullshit, den wir dann später verkaufen können, um halt wieder wegen Geld zu machen, damit, das können wir theoretisch auch verkaufen, damit wir wieder Fische und Eis und Fluffpool verkaufen können. Jetzt sieht man, das Eis ist jetzt schon ziemlich geschmolzen. Einmal hätte es vielleicht noch gegangen, aber weil wir auch ziemlich schnelles Fragezeichen immer gefunden haben, von daher. Ich würde auf 3 bleiben, aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das war's eigentlich auch schon mit diesem Part. Wie gesagt, das ist jetzt etwas Spezielles, um halt zu zeigen, jo, wie kann man diese Juwelen farmen, wie kann man jetzt OP werden jetzt. Da muss man halt jetzt ein wenig aufpassen. Man kann halt auch Leistungspulver bekommen, dass man halt, die Aufnahme ist jetzt bei mir 78 von 78. Jetzt kann ich zum Beispiel hier die Edelsteine reintun, zack, was mir halt jetzt gerade so einfällt, was ich jetzt so rein machen möchte. Machen wir den noch rein und vielleicht den noch. Muss halt auch erstmal schauen, was ich da alles reinhau. Man muss halt auch ein bisschen schauen, was man, wie man das verbessern will, was man da noch braucht. Hier braucht man zum Beispiel Zauberkraft und Angriff noch. Kälte bräuchte man noch ein bisschen und wegen Todesbann und die anderen zwei Sachen. Da müssen wir halt ein bisschen aufbauen. So, jetzt reparieren können wir auch mal machen und aufrüsten. Zack, nächste Stufe. Und schöne Edelsteine, bam, und schon ist die Waffe stärker geworden. Es kann auch manchmal sein, dass hier mal 2 steht und das ist dann, dann müsst ihr richtig anhauen. Dann minimal solche Juwelen. Man hat auch ja die Möglichkeit, dass man, wenn man eine Waffe auf plus 5 upgradet, dass man die synthesieren kann. Dann kann man die, werden die Werte von der Waffe um auf 60% reduziert, aber man kann diese Waffe dann in anderen Waffen einbauen. Das wäre dann, wenn da mal 2 stehen wird, das ist nur. Das wäre dann richtig geil. Theoretisch könnte ich jetzt nochmal aufrüsten, weil ich ein Leistungspulver habe. Aber ich level lieber noch ein bisschen mit der Waffe auf. Und behalte den Sack erstmal noch für mich. Und so funktioniert halt das Prinzip. Jetzt kann ich theoretisch wieder neue Steine reinbauen. Aber das lasse ich jetzt erstmal so. Und so kann man eigentlich unendlich Juwelen farmen. Das dauert halt ein bisschen Zeit. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt eine Viertelstunde gebraucht für 3-mal in den Dungeon rein. Und ich habe ja noch ein bisschen was eingekauft währenddessen. So funktioniert es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einem regulären Part mit overpowered Equipment. Haut rein, euer Final.